Auf die Kampagne kann ich ja eingehen, ne? Indoor. Motivation. Motivation? Los geht's. So, legen wir los. Hi, ich bin der Markus von Bike Components. Heute hier bei uns im Store. Thema Indoor. Ganz wichtiges Thema. Ich bin eigentlich voll der Outdoor-Freak. Muss jetzt aber, glaube ich, auf die Rolle. Das Wetter ist echt so lange schon so schlecht. Und da habe ich mal einen absoluten Spezialisten von uns geholt. Den Jonas. Servus, Jonas. Grüß dich, Markus. Hi. Servus. Und der Jonas, der will jetzt heute schauen, dass ich wieder Bock aufs Rollefahren kriege, ne? Ja, also man kennt dich ja bei Wind und Wetter draußen. Dich auf der Rolle zu sehen, ist einer der langgehegten Träume in der ganzen Firma, dass man dich einfach mal wieder drinnen am Leiden sieht. Und da wollen wir uns einfach heute mal anschauen, wie wir dich erstmal auf ein Basic-Setup auf der Rolle bekommen. Und von da aus, wie man das Ganze so tunen und tweaken kann, sodass du auch am Ende richtig Spaß haben wirst auf der Rolle, was es da für Tricks und Kniffe gibt und wie wir das Setup, was wir hier gerade haben, was so schon vollkommen ausreichend ist, upgraden können. Ja, also für mich ist es ja so erstaunlich, weil du warst ja plötzlich weg, ne? Mittwochs fahren wir ja immer. Und irgendwann war dann Zeitumstellung, um den Dreh rum war da Jonas plötzlich weg und hat gesagt, mich seht ihr jetzt nur noch auf Watopia. Ich fahre super gern draußen, aber wir haben echt schon mega lang schlechtes Wetter und es ist ja nicht so, dass ich noch nie Rolle gefahren bin. Ich bin ja früher mega viel Rolle gefahren, aber da war es halt noch was anders. Ne? Und darum taste mir jetzt halt mal wieder ran und schau mal, ob das richtig Bock macht. Absolut, also mit der alten Walze, die du noch aus deinem Keller kennst, hat das sehr, sehr wenig zu tun nur noch. Ja. Die aktuelle Generation an Smart-Trainern macht das Ganze doch sehr, sehr viel kurzweiliger und vor allen Dingen auch angenehmer für die Nachbarn. Weil früher wird wohl die ein oder andere Lärmbelästigungsanzeige beinahe schon bei dir reingeflattert sein. Das ist mit den neuen Direct-Drive-Trainern, die ja quasi dein Hinterrad ersetzen, beinahe nicht mehr gegeben, weil die schon wirklich sehr, sehr leise sind. Aber auch das Ganze können wir noch ein bisschen tunen und da werden wir später auch noch drauf eingehen. Okay. Dann hüpfe ich da jetzt mal drauf, oder was? Vorab muss ich dich schon mal einmal loben, weil auf die Rolle geht man eigentlich mit einem sauberen Rad. Wenn ich mir das hier so anschaue, dann können wir das noch so durchgehen lassen. Das ist schon noch im Rahmen, dass es in Ordnung ist. Also gerade auf der Rolle ist so ein Tipp, bevor man anfängt, wirklich einfach ein sauberes Rad draufzunehmen, weil man ist in der eigenen Wohnung und der Dreck verteilt sich dann ja doch ganz gerne schon mal. Mhm. Und deswegen ist ein sauberes Rad auf der Rolle immer auch ein schnelles Rad und in der Regel dann auch ein leises Rad. Mhm. Und also die Basics, klar, ich brauche einmal den Smart Trainer, ne? Ich brauche eine extra Kassette, oder? Damit die halt einfach, ich werde nie komplett auf der Rolle fahren, wie du den ganzen Winter, sondern wenn da einfach die Sonne scheint, ne? Oder ich habe auch mal Bock unter der Woche, wenn es trocken ist, dann will ich ja schnell wieder aufs Rad, ja. Und nicht irgendwie die Kassette umfriemeln. Dann ist es so, dass du dir am besten noch eine extra Kassette dafür zulegst, die du auf deinem Trainer drauf hast, sodass es dann einfach wirklich nur Hinterrad ausbauen und quasi den Trainer als Hinterrad verwenden. Einige Trainer haben sogar eine Kassette schon im Lieferumfang. Mhm. Der Baru Kicker V5 zum Beispiel, der kommt mit einer Kassette. Ansonsten ist auf den meisten, eigentlich auf allen Trainern, eine Aufnahme für eine HG, also Shimano 11-Fach Kassette drauf vorinstalliert. Es gibt aber für alle gängigen Trainer, die wir im Sortiment haben, auch Adapter für Camper, wie wir es jetzt hier sehen, genau. Oder XDR, sodass man da auch SRAM 11-12-Fach Antriebe drauf fahren kann. Genau, da habe ich mir ja gleich den Camper zugelegt. Ist es dann auch wichtig, dass ich komplett die gleiche Übersetzung auf der Rolle habe oder kann ich da ein bisschen variieren? Ein wenig Variation ist eventuell möglich. Was das Ganze natürlich an der Stelle vorbestimmt, ist deine Kettenlänge. Ja. Wenn du jetzt auf einmal von einem 28er, von 11,28 auf 11,32 willst, dann kann das gerne mal passieren, dass das hinten raus etwas zu viel Spannung auf die Kette bringt und du dir da die Kassette, dass das Schaltwerk abreißen kannst. Deswegen ist mein Tipp an der Stelle eigentlich, man will ja auch das drinnen fahren und draußen fahren so gut wie möglich in Einklang bringen, weswegen eigentlich da der Tipp ist, einfach auch auf die Standardkassette zu gehen, die man auch draußen auf dem Rad fährt. Okay. Aber muss ich nochmal zurückkommen, weil bei mir ist jetzt aktuell, ich fahre Camper, ne? Mhm.
Und es wäre aktuell nur eine 1129 lieferbar. Ich habe draußen eine 32er, das würde dann schon gehen, weil das... Kleiner geht. Kleiner geht, genau. Aber größer, da kann es halt die Probleme geben, dass du dann einfach eine zu kurze Kette hast. Und ja. Wenn du in den Kreuzgang gerätst, also ja, groß, was man hier sowieso vermeiden sollte, dass es dir dann die, ja, das einfach zu kurz ist und es dann wohl nicht mehr so viel Freude bereitet. Okay, ja. Oh, ich bin so nervös gewesen, na klar. Also, alle, die jetzt dabei sind, interessiert mich natürlich wie immer, wenn wir eigentlich einen Livestream machen, wo kommt ihr denn her? Also, woher schaut ihr zu? Aus welchem Teil Deutschlands? Sind wir national, international, Österreich, wie auch immer? Haut es mal rein. Und dann interessiert mich immer, fahrt ihr Mountainbike, Rennrad? Macht mal für Mountainbike eine 1, für Rennrad eine 2, für Gravel eine 3 und wer schon aktiv Rolle fährt, eine 4. Lasst uns da mal ein bisschen was wissen. Wenn ihr Fragen habt, ne, haut es in den Chat rein. Wir versuchen das dann zu beantworten, mit einzubauen und euch weiterzuhelfen. 1 und 3. Mountainbike und Gravel, ein Freund des dreckigen Sports. Manni Eichel, 2 und 4, Rennrad und Rolle. Das ist, glaube ich, eher so der Klassiker. Ne? Viele, die einfach im Sommer viel auf der Straße unterwegs sind und halbwegs ernsthaft trainieren, da kommst du um die Rolle fast nicht rum. Du hast ja so, der Jonas ist immer gemein zu mir, ne? Der hat gesagt, Knöpfle, wenn du jetzt mal wieder richtig trainieren willst, dann musst du eigentlich auch mal wieder auf die Rolle, weil so Gaudi-mäßig erfahren, da kommt der nicht richtig Zug auf die Kette. Ja, also es sind oftmals einfach die Tageslichtflüchtlinge, die sich, also es ist im Winter einfach auf deutschen Landstraßen jetzt gar nicht mal so bequem und fühlt man ganz sich gar nicht so sicher, dort sein Training dann unter der Woche irgendwie nach der Arbeit noch abspulen zu können, weswegen die Rolle da halt echt eine geniale Alternative ist und bietet halt auch die Möglichkeit, sich quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo auf einer Plattform wie Swift bei irgendeinem Rennen an den Start zu stellen und sich da gegenseitig ordentlich die Beine eckig zu fahren. Genau, das finde ich so krass. Ne? Also damals, als ich trainiert habe, war das einfach Mittel zum Zweck, um zu trainieren. Mittlerweile muss man ja sagen, dass die Smart Trainer, das ist ja eine eigene Sportart geworden über Swift. Es gibt Profis. Es gibt eine Weltmeisterschaft, es gibt eine offizielle UCI-Weltmeisterschaft, findet jetzt Ende Februar wieder statt. Ja. Momentan stellen wir noch den amtierenden Weltmeister mit Jason Osborne. Mal schauen, wie das dann Ende Februar ausschaut. Meine, klar, man sieht ja, da wird alles kalibriert. Ne? Du siehst, wie viel Watt der auf Dauer drückt. Ist für mich noch nicht unvorstellbar. Ich finde es krass, diese Entwicklung. Ne? Aber ich habe ja schon ein bisschen reingeschnuppert, ich glaube, das kann schon Bock machen. Weil ich hier aus dem Chat sehe, wir haben auch Leute, die fahren quasi Mountainbike und Rolle. Eine Rolle, da kann ich hier alles draufspaxen, ein Rennrad, ein Mountainbike, ein Gravelbike. Absolut, also du hast bei allen Trainern, Smart-Trainern, die wir im Sortiment haben, die gängigen Adapter einfach dabei, sodass du 12x142, was der gängige Rennradstandard ist, aber auch Boosträder mit 12x148 hinten drauf bekommst. Auch die gute alte, von uns beiden noch sehr, sehr geschätzte und geliebte Felgenbremse passt eigentlich noch auf jeden Trainer und da ist man mit 10x130 auch immer noch safe unterwegs und kann auch da ganz gerne das geliebte Rad mit der Felgenbremse dann im Winter nicht draußen durch den Schlamm bewegen, sondern es ja, auf der Rolle fahren. Okay, tatsächlich alles. Lieber draußen als auf der Rolle. Okay, ich habe das ja schon ein bisschen zusammengebastelt. Ne? Mhm, und das sehe ich jetzt, das Teil zum Beispiel. Paul, du darfst gerne mal herkommen. Klar, ein absoluter Tipp. Bremsen wirst du auf der Rolle nicht müssen. Du machst es aber einfach aus dem Affekt. Ne? Es kann gerne mal passieren, gerade wenn man jetzt neu ist auf so einer Plattform und gerade auf Swift wird bergab nicht gebremst. Das heißt, du fährst mit 80 in die Haarnadel. Und der fährt auch mit 70 dann wieder raus. Du brauchst nicht bremsen, deswegen ist es echt immer ganz gut, wenn man hinten so einen Abstandsspacer reinpackt, sodass man sich einfach da nicht die Kolben zusammendrückt und da das Ganze einfach safe,
safe hat, sodass man da auch bei der nächsten Fahrt, die draußen wieder stattfinden wird, dann auch ganz bequem das Laufrad wieder reinbekommt, ohne da irgendwie große mechanische Anwendungen durchführen zu müssen. Ich bremse nämlich definitiv. Ergometer in der, ja, gibt es auch. Ja, Smartbikes natürlich auch, wird immer mehr ein Thema, dass es einfach komplette fahrradähnliche Lösungen gibt, wo man auch die Geometrien, die man draußen auf dem Rad hat, eins zu eins nachbauen kann, wirklich sehr, sehr genau. Und dann auch das Training auf dem Smartbike vollführen kann. Da würde ich sagen, das können wir nachher noch anschneiden, weil für mich war jetzt das Interessante, du hast ja gesagt, hey Markus, komm, wie bringen wir dich auf die Rolle? Dann habe ich ganz ehrlich gesagt, ist ja im Prinzip wie wenn ich mir ein Fahrrad kaufe, ne? Wenn ich mir eine hochwertige Rolle kaufe, dann kostet mich das Ding ja 1.000 Euro. Ne? So war es in den bisherigen Saisons. Was du jetzt hier gerade hast, ist der Elite Suite OT. Der quasi schon so den Einstieg bringt in diese volle Erlebbarkeit von Plattformen wie Swift, wo du einfach schon diese komplette Konnektivität hast, sodass der Trainer dir dann auch die Neigung, die du gerade online fährst, auch dementsprechend dann wiedergeben kann. Und das fängt beim Elite Suite OT jetzt an bei unter 500 Euro. Ja. Also für alle, die noch nie dabei waren, wir haben ja ein Handout, das findet ihr unterm Video. Da haben wir Produkte drauf geschrieben, die wir jetzt heute verwenden. Und da findet ihr auch YouTube-Videos, weil du hast ja zum Beispiel auch schon einen Test gemacht, wie laut ist eine Rolle, was kann eine Rolle. Na, also wirklich die Unterschiede mal dargestellt, dass man sieht, okay, ich will mir so ein Teil jetzt kaufen, aber kaufe ich mir eine Elite, eine Tax oder eine Wahoo? Wo sind denn die feinen Unterschiede? Für mich einer der wichtigsten Unterschiede, da gehen wir jetzt nachher auch gleich drauf ein. Wie laut ist das Ding? Was kostet das Ding? Und wie fühlt sich das an beim Fahren? Ne? Genau, also gerade für den Soundcheck haben wir da ein ganz, ganz lustiges Video gemacht, wo ich mehrere kurze, intensive Intervalle fahren durfte. Da habe ich wirklich ein Video bereitgestellt, wo ihr quasi einen eigenen Soundcheck machen könnt. Und per se ist zu sagen, dass die Trainer eigentlich alle mittlerweile so leise geworden sind, dass der Antrieb das lauteste ist. Jede Rolle hat so ihren eigenen individuellen Sound. Und ich würd sagen, jetzt haben wir lang genug gequatscht. Dein Rad ist sauber, das Ganze passt. Ich glaube, es wird für dich so langsam mal Zeit, Platz zu nehmen. Und würde ich sagen, viel Spaß. Genau, bremsen musst du schon mal nicht. Der Rest sollte dir bekannt vorkommen. Ist ja mein Rad. Ist es dein Rad? Sehr schön. Da geht's schon ab hier. Ja. Wir haben es dem Markus hier schon ein kleines Goodie zusätzlich zu seinem Basic Setup, was er eigentlich jetzt hier erstmal nur vor sich hatte, was ja eigentlich nur die Rolle war. Ganz in seiner Wintertraining-Manier hat er sich den Garmin auch schon komplett abgebaut, beziehungsweise sein Wahoo. Das heißt, er fährt gerade eigentlich nur nach Gefühl. Wir haben ihm hier schon einen kleinen Bildschirm hingestellt. Aber per se ist es eigentlich so, dass es eine weitere Ablenkungsquelle immer sehr, sehr willkommen ist, wo man dann diese Plattform und sein Training einfach abspulen kann. Genau. Also ich kenne es von früher auf die Rolle, na? Was jetzt zum Beispiel mega cool ist. Na? Ich fahre ja hier quasi ein Parcours, plötzlich geht es leichter. Früher hatte ich ja hier meinen Schalthebel bei meiner Taxrolle, wo ich Widerstand reingeben konnte. Da gab es halt dann entweder Musik aufs Ohr und ich habe mir da einen Film, zwei Filme, drei Filme angeschaut. Und es war halt bocklangweilig. Ne? Und ja, das ist wie gesagt, also momentan, man kann beim Rollefahren eigentlich so zu zwei Grundsätze einfach mal festhalten. Also der erste ist, Kühlung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Kühlung. Man merkt es, glaube ich, auch bei dir schon, dir wird gleich ganz gut warm. Trinken. Genau, deswegen wir es dir auch danken, dass du noch ein Jersey angezogen hast. In der Regel hat man ja, es wird beim Rollefahren sehr, 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 sehr warm. Sodass man auch ganz gerne mal einfach nur mit einer Bib, Sommerhose und einem Unterhemd da sitzt.
Das findet ja in der Regel in den eigenen vier Wänden statt, wo einem dafür keine Erregung öffentlichen Ärgernisses droht. Ja, also ich schwitze relativ wenig, aber ich kenne das früher vom Rollefahren. Wie gesagt, ich bin ja auch mal ziemlich schnell Fahrrad gefahren und ich habe wirklich Grundlage auf der Rolle gemacht und darum habe ich einfach so ein bisschen eine Abneigung. Ne? Ich bin ja da 5-6 Stunden drauf gehockt, muss man jetzt ja auch gar nicht. Kannst ja da deine Intervalle durchziehen. Absolut, also Trainingsphilosophie hat sich da sehr, sehr stark geändert, sodass man sich jetzt auch in 30-40 Minuten schon ganz gut einen auf die 12 geben kann. 6 Stunden auf der Rolle, Chapeau. Ich frage mich, wie du das durchgehalten hast. Zum einen, was Motivation, aber auch den Sitzkomfort angeht. Genau. Das waren Punkte, die halt doof waren, ne? Weil ich habe ja mein Rad reingestellt in die Rolle, da war ja mit Hinterrad noch eingeklemmt. Du hattest nicht die Power, wenn du Intervalle gefahren bist, ne? Ist halt manchmal schon durchgerutscht, war monsterlaut und nach einer halben Stunde hat dir der Arsch wehgetan, ne? Auch wenn er da draußen nicht wehgetan hat, weil es war halt bombenfestes Ding. Und da würde ich jetzt drauf eingehen, weil richtig Spaß macht es ja nur, darum fahre ich gern draußen, ne? Wenn du in Wiegetritt gehst, das Rad bewegt sich, ja. Da ist es einfach ein bisschen... Absolut. Ein Geheimtipp an der Stelle, der gar nicht mehr so geheim ist eigentlich, aber für 6 Stunden auf der Rolle würde ich dann doch zur guten alten Gesäßcreme von Eule Dieter Hutenberg greifen. Das aus optischen Gründen ersparen wir uns das an dieser Stelle. Aber also gerade auf der Rolle macht sowas Sinn. Du hast vorher dieses Thema auch angesprochen. Ja. Also gibt ja mehrere Punkte. Ich habe ein super teures Rennrad, ne? Ja. Da haben, glaube ich, einige Angst, das auf die Rolle zu spannen. Einmal belastungsmäßig. Und wir haben in der Werkstatt, das war unvorstellbar, den habe ich dir leider nicht gezeigt und die Jungs haben den weggeschmissen. Das war ein Mann, der ist den ganzen Winter Rolle gefahren. Das Lenkerband hat ausgeschaut wie neu. Wir haben das abgewickelt und der Alulenker, der war schon durch an einer Stelle. Ja. Durch den Schweiß war der völlig fritten und das Rad war nicht irgendwie 10 Jahre alt. Man munkelt, dass so ein lange im Indoor-Training gefahrenes Lenkerband auch einer der Gründe für so eine globale Pandemie sein könnte, weil was sich da für Biotope bilden, das ist schon, ja, reden wir lieber nicht drüber. Tipp an der Stelle, ganz klar, ein Lenkerband, was nicht aus Kork ist, beziehungsweise was nicht sehr, sehr saugstark ist. Ich persönlich auf meinem Rad fahre ein Silikonlenkerband, wo wirklich komplett die Feuchtigkeit einfach draußen bleibt. Trotzdem ein guter Grip und ja, ist einfach generell gibt es für mich wenig, was so schön zen-artig beruhigt wie Lenkerbandwickel, weswegen ich das sowieso für mein Leben gern mache ist ein weiterer Grund einfach mal für ein neues Lenkerband zwischendurch. Ja. Ich muss auch ein bisschen pieksen, ne? Bei dir sieht man schon auch, dass du viel Rolle fährst, denn die Vorbauschraube zum Beispiel, ja, die rostet, weil da einfach, ich sag mal, bei mir kommt das Salz von unten von der Straße aktuell, ne? Bei dir kommt es von oben und mein Rad spritzt sie danach halt ab. Gibt es da irgendwas, wo man... Absolut, da hat sich die Firma Dynamic Gedanken zugemacht, was man da alles anstellen kann. Und die haben das Indoor-Pack, was wir auch gerade da haben. Und darin befinden sich zum einen das Wetopia, cooler Name, was ihr quasi vorab als Behandlung auf euren Rahmen sprüht, um ihn vor Rost und sonstigen Schäden durch Schweiß zu schützen. Das Afterwatch ist hier auch noch mit drin, was einfach danach das desinfiziert und den ganzen, darf ich SIF sagen,
ja, dann wieder neutralisiert und das Rad wieder vorzeigbar macht. Plus darin ist auch noch Wachs, das WhatsApp Indoor Wachs. Wachs auch ein immer beliebter werdendes Kettenschmiermittel einfach. Und ja, weil es einfach sehr, sehr sauber ist. Und gerade wenn ihr jetzt mit der Rolle im heimischen Wohnzimmer unterwegs seid und da ja, das vor der weißen Wand macht und dann immer schön die Kette ölt, dann kann die Wand am Ende der Rollensaison dann dahinter auch mal ganz gerne so einen Stracciatella-Look haben. Mhm. Und den dem Nachmieter zu erklären, ist in der Regel recht schwer. Ja. Weswegen da Wachs sich auch als Kettenschmierstoff auf der Rolle anbietet. Das Schöne ist, wir haben von Dynamic 5 von diesen Sets bekommen, die wir an euch weitergeben dürfen. Und da ist nicht nur der normale Lieferumfang drin, nein, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und Dynamic war da auch wirklich großzügig. Sie haben uns auch noch diese legendären Schweißbänder mit dem WhatsApp drauf gelassen. Und ja, Markus, also den Style musst du einfach rocken. Das geben wir dir auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, das kannst du nur besser machen. Ja, perfekt. Also jetzt glaubt man dir das auch wieder mit diesem schnellen Fahrradfahren in den 90ern. Ja, ohne Helm. Ohne Helm. Selber schuld. Genau, diese 5 Sets, die wir euch verlosen wollen, dafür müsst ihr uns ja schon eine klitzekleine Frage beantworten. Und weil Dynamic nicht nur Indoor ganz coole Produkte macht, sondern auch Outdoor, würden wir da einfach ganz gerne unter unserem nächsten Facebook-Post, glaube ich, irgendwo wird das schon auf Social Media auftauchen, wo ihr das posten sollt, uns die Frage beantworten, unter dem Video, sorry, kriege ich gerade aus der Regie die Anweisung, unter dem Video kommentieren, welches deutsche World Tour Team denn in der kommenden Saison mit Dynamic Pflegeprodukten unterwegs sein wird. Wer uns das beantworten kann, bekommt ja, eines dieser 5 Sets mit dem extrem coolen Schweißband. Und der Gewinner kriegt das, dass ich jetzt eine Stunde hier auch habe. Ja. Okay. Jawohl. Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt fahre ich hier, ne? Mhm. Es fühlt sich schon ganz gut an, ne? Weil irgendwie ist da ein bisschen Bewegung habe ich schon. Ja. Jetzt haben wir ja aber die Problematik auch, kleine Wohnung, 3. Stock, mhm, und wir finden es jetzt gar nicht so laut, ne? Aber diese Vibration, das gibt es ja einfach weiter. Ne? Ja. Bei mir war das früher so, ich bin auf der freien Rolle gefahren, ne? Das ganze Haus war wach, ne? Das war jetzt nicht super laut, aber das kommt alles irgendwie in Bewegung. Können wir da was machen? Da können wir was machen. Genau, also die Vibrationen sind eigentlich das, was maßgeblich die Anwohner stört, weil die Lautstärke hält sich ja wirklich in Grenzen. Also wir können uns hier gerade ganz normal unterhalten, während der Markus hier beginnt langsam zu leiden. Es wird auch nicht lauter, wenn ich Gas gebe. Es wird ein wenig lauter, wenn je schneller du natürlich fährst, aber das hält sich im Rahmen. Nee, aber da gibt es auf jeden Fall was man da machen kann und dafür darfst du sogar das erste Mal schon mal absteigen. Und der Freilauf klingt ja auch ganz akzeptabel. Schau, jetzt habe ich gebremst. Ja. Was wir da als Sound Noise Cancelling Solution haben, Active Noise Cancelling quasi, ist das Boomboard Light von Leze Boom. Man sieht es hier ganz schön, das ist ein sehr, sehr dicker Schaumstoff, auf dem ihr eure Rolle drauf platzieren könnt. Wir werden das jetzt auch gleich einfach mal machen. Das Schöne ist, zum einen nimmt das die komplette Vibration raus, es entkoppelt quasi euren Trainer vom Boden. Plus, was noch dazu kommt, es gibt da schon ein bisschen Flex, sodass ihr ein bisschen besser aus dem Sattel gehen könnt. Und das Ganze werden wir jetzt hier dem Markus schon mal verpassen, sodass er da jetzt schon mal etwas bequemer auf seiner Rolle sitzen kann. Es ist wirklich mega leicht und super leicht aufzubauen. Das heißt, wir stecken es einfach zusammen. Und die Jungs von Leze haben sich da auch einige Gedanken gemacht, weil der Schaumstoff per se jetzt nicht so robust ist. Deswegen haben wir jetzt noch solche EPDM-Pads, die wir einfach draufkleben können. Das Kleben erspare ich mir jetzt mal ganz kurz. Das ist ja, nur zu Anschauungszwecken. Da muss das gerade auch so noch halten.
Da könnt ihr hier vorne zum Beispiel fürs Vorderrad das Ganze schon vorbereiten, sodass ihr dort nicht direkt auf dem Schaumstoff seid. Das längliche Teil ist extra für die Auf- und Absteighilfe, weil wenn man mit den Schuhplatten hier drauf tritt, dann ist das in der Regel nicht ganz so gut. Genau. Das können wir hier neben auflegen und dann würde ich sagen, heben wir einfach mal ganz schnell den Trainer drauf. Sehr schön. Genau. In meinem Stimmband geht alles. Et voilà. Genau, und ganz wichtig ist noch, dass wir hinten bei den Kontaktpunkten, wo der Trainer aufsteht, dass wir da auch noch die Pads drunter packen, sodass der Druck da auch entlastet wird. Das heißt, das können wir ganz schnell einfach runterlegen. Und hier hinten brauchen wir noch zwei. Wie gesagt, für den Dauerbetrieb könnt ihr das Ganze dann festkleben. Für den Markus sollte das jetzt für ein paar Minuten reichen, wenn wir es einfach erstmal nur so ausrichten. Okay. Also ich habe beim Auspacken, habe ich mir schon gedacht, wie ich das in die Hand genommen habe, habe ich mir gedacht, na super, da fahre ich eine Woche Rolle, dann ist es ja durch. Ne? Und erst dann habe ich diese Pads gesehen. Ja, also wie gesagt, die verteilen den Druck ganz schön, weswegen das Ganze auch dann dauerhaltbar ist. Und ja, man merkt für dich jetzt schon, okay, es wird nochmal ein Tick leiser. Und viel angenehmer, ne? Und viel angenehmer, man merkt jetzt einfach, du hast jetzt schon so ein bisschen Flex. Das, was du gerade eben schon angesprochen hattest mit dem, dass es auf der Rolle so starr ist. Klar, es ist einfach so, dass der Rahmen hinten eingespannt ist und dass er sich einfach wenig zur Seite bewegen kann, weil er ja fix ist. Genau. Und mit dem Board hast du jetzt schon so ein bisschen die Möglichkeit, dich so ein bisschen zur Seite zu lehnen und einfach diese Kräfte, die normalerweise direkt auf den Trainer, auf den Rahmen einwirken, schon so ein bisschen zu entlasten und da einfach, die Kraft anders abzuleiten. Ja, genau. Also das merkst du ja, weil das hat mich eben auch so gestört, dass das Rad wirklich so fix ist, ne? Mhm. Und dann so einen ruhigen Tritt hast du nicht, ne? Dass du dich gar nicht bewegst. Und jetzt merkst du einfach, dass es so ein bisschen mitgeht. Jonas, du müsstest die Frage fürs Gewinnspiel nochmal wiederholen. Sehr, sehr gerne. Auch zuhorchen und dann haut ihr das gleich unten rein. Ja. Die Frage fürs Gewinnspiel ist, welche deutsche World Tour Mannschaft in der Saison 2022 mit Dynamic Kettenpflege und sonstigen Reinigungsprodukten unterwegs sein wird. Genau. Es gibt jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viele deutsche World Tour Teams, deswegen sollte das, glaube ich, sollte machbar sein, auf dieses Team zu kommen. Genau. Ja, sehr schön. Du bist schon auf der Rolle angekommen. Das mit der seitlichen Neigung ist jetzt schon was hier so ein bisschen funktioniert. Aber wie gesagt, Hauptargument eigentlich für das Boomboard Lite ist wirklich diese Vibrationsentnahme. Das ist wirklich dadurch sehr, sehr viel leichter einfach nochmal wird. Wir haben jetzt gerade hier den glücklichen Fall, dass wir hier Parterre sind. Ja. Aber wären wir im dritten Stock, würde, glaube ich, die Nachbarschaft schon zusammenlegen, dass wir da einfach sowas beisammen bekommen. Ja. Okay, und das ist jetzt quasi die Light-Variante. Da gibt es ja noch, mehr. Da geht es jetzt wirklich darum, dass es ein bisschen leiser wird. Mhm. Bringt es Pro-Board dann noch mehr Vorteile? Absolut, da steht dann wirklich die ganze Bewegung im Vordergrund. Das haben wir natürlich auch noch mitgebracht. Ja. Können wir gleich als nächste Evolutionsstufe deines Trainer-Setups hier nochmal draufpacken. Aber man merkt es gerade, du kannst schon guten Gewissens aus dem Sattel gehen und auch ein bisschen mit dem Rad schon arbeiten. Ja, Dass es jetzt gerade nicht nach mehr Bewegung aussieht, ist einfach Markus' Hüftsteifigkeit zu verdanken. Nein. Ich traue mich das einfach nicht. Ne? Okay. Ich finde, du siehst es, du hast es früher gesehen, ne? Die Leute, die viel beim Spinning fahren im Winter waren, oder wenn viele, die viel Rolle fahren, die sind viel ruhiger, ne? Also die machen nicht diesen hier. Wenn ich in Wiegetritt gehe, Alter, ich reiße meinen Kahn von rechts nach links. Das traue ich mich jetzt hier nicht so, ne? Wobei man da auch zu sagen muss, ein gutes Bike-Fitting
wird auch, glaube ich, bei dir dazu geführt haben, dass es in der kommenden Saison anders aussehen wird. Könnt ihr den nach Hause schicken? Ja, sehr schön. Ja, du schaust dich schon die ganze Zeit so gebannt auf den Bildschirm. Wir wollen ihn einfach mal ein bisschen näher holen. Das ist ja das Setup, mit dem auch ich zu Hause gerade unterwegs bin. Was das Ganze noch mal etwas angenehmer macht, wenn man einfach ja, sich eine schöne Ableckungsquelle optischer Natur an der Stelle zu Gemüte führen kann. Das wirklich, ja, je größer der Bildschirm, desto mehr Spaß macht es. Ja, ist ja voll, da bist du jetzt richtig drin. Und du hast auch gesagt, du bist da manchmal sogar mit deinen Leuten dann telefonisch verbunden oder wie? Und ihr könnt es labern? Ja, es gibt verschiedene Plattformen. Gerade wenn man in solchen Group Rides auf Swift oder so unterwegs ist, werden öfters noch Discord-Channels oder so angeboten, wo man einfach dann über Teamspeak oder so sich dann einfach noch mit den Leuten unterhalten kann. Und dann ist es wirklich einfach eine digitale Feierabendrunde. Dann ist krass, ne? Ja. Und dann macht es gerade Spaß. Also zurzeit läuft ja auch die Tour de Swift, 8 Etappen. Ja, da stehst du dann einfach mit über 1000 Leuten am Start, ne? Mittwochsabend. Und da ist aber auch ganz einfach eine vorgegebene Startzeit. Da müssen alle am Start sein. Genau, du meldest dich an in der Swift Companion App, ganz easy. Und bist dann am Start. Genau. Ja, ist ja krass. Sehr schön. Ja, die Frage mal ganz kurz an die Zuseher. Nutzt ihr, wenn ihr auf der Rolle fahrt, schon eine Plattform wie Swift oder wäre das für euch ja, ein Kriterium, sich doch nochmal mit dem Thema zu befassen, Rolle fahren, weil es jetzt einfach diese neuen Plattformen alle gibt, wo man das Ganze interaktiver gestalten kann? Genau, das würde mich interessieren. Seid ihr auf Plattformen unterwegs? Weil das ist wirklich mega. Und nutzt ihr auch irgendwie so eine Platte drunter, um noch das Maximale rauszuholen aus eurem Trainer? Oder habt ihr vielleicht, wir bauen jetzt nachher mal noch das Proboard um, da war ich heute schon heimlich mal drauf. Das ist schon krass, ne? Da ist beim Aufsteigen sogar ein bisschen wackelig, wie beim richtigen Radfahren. Erstmal, wenn du Schwung hast, ist alles gut. Es gibt wahnsinnig viele Faktoren, wo man ganz ehrlich sagen muss, darum machen wir das hier ja, es soll ja einfach eine Info geben. Ich gebe viel Geld aus für gute Klamotten, ne? Weil wenn du das ganze Jahr einfach draußen fährst, dann brauchst du auch halbwegs gute Klamotten, ne? Überschuhe, Handschuhe, das sind auch Sachen, die verschleißen. Du brauchst eine gute Jacke, du brauchst Hose, was weiß ich, vielleicht auch, wenn regelmäßig fährst, das Ganze zweimal. Da hast du auch rucki-zucki mal 500, 600, 700 Euro auf dem Zeiger, ja. Wo man halt überlegen kann. Und was du halt sagst, bei mir ist ein Faktor, ich habe Family, zwei Kiddies, ne, kannst am Sonntag in der Früh aufstehen, dich verzupfen und mal kurz auf die Rolle. Ne? Und sonst halt, das sind so Faktoren, die mich, die bringen mich nicht weg vom Radfahren, aber das ist halt, gerade wenn du nur eine Stunde oder so Zeit hast, du brauchst sehr viel Zeit, dich anzuziehen, ne? Danach deine Klamotten wieder zu sortieren, zu waschen, wie auch immer. Und da springst halt drauf, wie du sagst, zu Hause im Unterhemd. Ja. Und ab geht die Post. Hose an. Da haben wir für euch gerade auch noch was vorbereitet. man kennt es eigentlich aus dem Sommer, also das Grip Grab Ultralight Unterhemd. Da haben wir gerade als Dreierpack, glaube ich, sogar da. Ist echt eine Empfehlung für den Winter, auch in der auch auf der Rolle einfach sich so ein Sommerunterhemd oder einfach generell sehr, sehr leichte Sommerkleidung da einfach anzuziehen. Und dann noch ein Tipp. Es gibt oftmals die Tendenz, dass man sagt, okay, die Hosen, die es für draußen nicht mehr tun, die kann ich auf der Rolle, kann ich die noch anziehen. Würde ich nicht empfehlen. Man fährt auch nicht mit abgefahrenen Reifen zum Prüfstand irgendwie. Sitzt sich dann doch angenehmer auch auf einer frischen, guten Hose mit einem Polster, was noch den vollen Funktionsumfang bietet. Und ist einfach eine weitere Komponente, die den Komfort erhöht. Genau, weil da gibt es ja ganz große Unterschiede. Ne? Ich glaube, dass du viel mehr schwitzt wie ich. Ich bin wirklich ein wenig Schwitzer. Darum fahre ich draußen, wenn ich fahre, auch super gern mit Marino-Klamotten. Wenn du nicht so viel schwitzt, ist das super angenehm. Von Leuten, die viel schwitzen, die haben gesagt, boah, ist nichts für mich, weil das super schnell nass ist, ne? Es trocknet nicht so schnell. Darum
Die Radhose ist wichtig, die Klamotten mehr oder weniger sind super wichtig. Viel Schwitzer brauchen aber doch dann auch, mein Sohnemann sagt so lustig, in Holland, da gibt es so viel Gesichtswind, ne? Ja, ja. Kühlung. Ja, genau. Dafür haben wir dir natürlich auch noch meinen trusty Ventilator mitgebracht. Das ist jetzt die Budget-Variante, die schon ganz gut Gegenwind erzeugt. Wir machen den auch gleich mal an, sodass du ein wenig Kühlung erfährst, aber ja, auf einen Punkt muss ich leider noch mal drauf eingehen. Viel und wenig Schwitzer. Die Menge des Schwitzens ist alles nur eine Frage der Intensität. ja, das ist, es gibt da natürlich auch eine richtig, richtig coole Lösung von Wahoo, den Headwind, den man quasi dann auch noch mit den Plattformen koppeln kann oder mit dem Herzfrequenzgurt, sodass du dann aufgrund der Intensität oder der virtuellen Geschwindigkeit einfach die Geschwindigkeit, die Windgeschwindigkeit, die einem entgegengeblasen wird, anpasst. Ja, das ist crazy. Ist bestimmt mega cool, ist für mich ein Punkt. Am Anfang würde ich mal mit meinem normalen Ventilator anschauen, was ich zu Hause habe, weil dieser Headwind, da legen wir ja schon wieder ein bisschen Geld drauf. Ne? Absolut. Aber ich glaube, das ist schon cool, wenn du dann Gas gibst oder es geht bergab und dann kommt da plötzlich mehr Wind ins Gesicht. Das ist ich ja habe es, glaube ich, in einem anderen Video gesagt, da durfte ich ihn schon mal benutzen. Ich wollte ihn nicht so gut finden, wie ich ihn dann erfahren habe, wie gut er ist. Und das ist schon auch nochmal ein feines Add-on, einfach um die Motivation auf der Rolle und generell die Motivation nochmal zu erhöhen. Und mit so neuen Gadgets sind wir ja in der Regel alle sehr, sehr leicht zu motivieren, den Trainingseifer nochmal etwas nach oben zu schrauben. Ja, das ist, also wie gesagt, für mich ist das wie das Gravel plötzlich kam, na, als neue Sportart, ist das Rollefahren ja auch. Und wenn dich da einfach der Narr gefressen hat, dann wirst du auch irgendwann von dem Lightboard aufs Proboard switchen und dir wahrscheinlich diesen Luftföhn da mal sauber ins Gesicht blasen lassen. Ne? Ja. Sollen wir mal aufs... Haben wir Fragen? Und dann ich gehe mal ganz kurz drauf ein... Nutze Trainingspläne von Wahoo System und fahre ohne Matten unter dem Smart Trainer. Da geht voll klar. Ich hoffe, das ist kein Parkett dann drunter, was da drunter leidet. Aber das wird schon passen. Bisher noch ohne Plattform. Rolle war bisher ein Horror. Eventuell wäre jetzt die Zeit, es nochmal zu probieren. Ich glaube, wir können es nur nahelegen. Swift mit selbstgebastelter Rockerplate, schreibt Alex. Rockerplate ist jetzt schon mehrfach gefallen, der Begriff. Wir haben das Boomboard Lite noch nicht als Rockerplate bezeichnet, sondern als Unterlegmatte. Aber das Thema Rockerplates ist eins, was in den kommenden Trainersaisons einfach noch mehr an Relevanz gewinnen wird. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt nochmal das Boomboard Pro an und geben dir auch die Chance, das nochmal auszuprobieren. Genau, weil mich, das interessiert mich ja von der Sicht her, wenn man richtig Rennen fährt, dann geht es ja auch richtig zur Sache. Ne? Weil ich behaupte mal, wenn ich jetzt so ein bisschen trainiere, dann kann ich ja sagen, komm, jetzt konzentriere dich mal auf einen runden Tritt. Ne? Ist ja auch für draußen dann gut, aber wenn ich Gas gebe, kann ich mir auch zusammenreißen. Aber wenn ich da dann Rennen vor mir habe, da werde ich ja zur, auf bayerisch gesagt, Wildsau, ne? Und will da einfach mitfahren und reiß richtig umeinander. Und da bin ich halt gespannt, ob das dann noch mehr Komfort bringt. Genau, der Produktdesigner war Bassist, das sieht man an der Stelle ganz klar. Nee, so war es nicht. Da hat der Frank, Entwickler, mit dem wir letzte Woche auch schon ein Interview hatten, wo er das Produkt wirklich en Detail nochmal erklärt hat, was da alles reingeflossen ist an Entwicklungsschmalz und wie sie das ganze Ding sich schon jetzt zu der Version Pro entwickelt hat. Auch an der Stelle nochmal eine Empfehlung, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, wir stellen es jetzt einfach mal hin und packen da gleich mal deinen Trainer drauf. Du hast gerade eben schon deinen erhöhten Einsatzwillen benannt, wenn der dann im Wettkampf zur Geltung kommt. Deswegen ist es beim Boomboard Pro auch wichtig, dass man dann den Trainer fixiert richtig auf dem Board,
Und dafür haben sie auch eine sehr, sehr clevere Lösung. Wir müssen erstmal kurz aufräumen. Genau, das, was man im Chat, also was selbstgebastelte oder Unterlagen und sowas, das funktioniert immer. Mhm. Das war jetzt bei mir auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt machen wir hier was über die Rolle. Ich fahre ja gar nicht so gern Rolle. Wenn du da dann drin bist, na, oder wenn du da reinkommst, das ist ja wie beim Radfahren. Wenn du besser wirst beim Radfahren, dann denkst du, boah, jetzt kaufe ich mir ein neues Rad. Na? Und das passiert hier dann auch, wenn du einfach merkst, wie du durch diese Dämpfung bei der Platte, die wir jetzt rausgenommen haben, na, wie du da einfach den Komfort schon erhöhst, nur durch dieses Sitzen. Bei vielen Leuten geht es ja wirklich auch nur darum, klar, wenn du trainierst, geht es richtig zur Sache, aber viele sagen ja, hey, wenn ich nicht Rolle fahre, dann mache ich gar nichts. Na? Und ich springe da nur eine Stunde drauf, dann ist das halt einfach auch vom Komfort her mega, mega cool. Aber jetzt bin ich auf das Pro. Ich bin ja Rocker, ne? Darum brauche ich auch die Rockerblade. Ja, ganz wichtig nochmal als hervorstehendes Merkmal einfach, was die Leze Boomboards von anderen Rockerblades unterscheidet, ist einfach, dass hier nicht auf Gymnastikbälle oder sonstiges als Element für den Ausgleich gesetzt wird, sondern dass ihr wirklich Federn drunter habt. Es gibt andere Produkte, die verwenden dafür Gummibälle und das Ganze dann auf Sperrholzplatten. Und Gummiball gegen Sperrholzplatte, wer da im Dauertest gewinnt, ist in der Regel recht eindeutig. Deswegen ist es mit den Federn schon eine sehr, 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 sehr gute, zuverlässige und auch langfristig haltbare Lösung. Plus ihr könnt euch einfach noch den Härtegrad des Boards einstellen, indem ihr die Federn weiter raus oder weiter reinschiebt. Wir haben sie dir jetzt einfach mal komplett rausgeschoben, damit das Board möglichst hart ist, weil je enger du sie nach innen setzt, desto weicher und flexibler wird das Ganze und noch lebendiger. Ja, ist ja im Prinzip, also ich habe mal beim Aufbauen hab ich mal das gemacht, wenn du die Rolle kaufst, dann musst du beim Setup auch, beim Laufrad musst du auch gucken, was habe ich für einen Freilaufkörper drauf, ne? Ja. Und die Rockerplate ist ja im Prinzip, was fahre ich für einen Reifen, ne? Will ich mehr Komfort, weil ich Paris-Roubaix fahren will, ne? Oder will ich einen super schnellen, relativ harten Reifen? Da kannst du ja da jetzt ein bisschen... Da kannst du jetzt, wie gesagt, über die Einstellung der Federn das Ganze für dich optimieren. Mhm. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Trainer einmal fest. Dafür gibt es diese ich weiß gar nicht, wie sie nennen, Nieten, die hier in diesen Löchern versenkt werden können. Paul, kommst du am besten einmal kurz rum, dann können wir das kurz zeigen. Das heißt, wir fädeln hier einfach schon mal den Gurt durch, sodass wir hier das einmal schon mal auf der Seite durch haben und können dann hierüber das Ganze noch so fixieren. Und das passt hier wirklich 1:1 wunderbar schön rein. Können das hier durchfädeln. So, während der Jonas schaut, bin ich hier mal im Chat und schaue da noch rein. Haut mal bitte alle Fragen rund ums Trainer einfach mal rein. Wenn ihr irgendwelche Infos benötigt, wir helfen euch da gern weiter, wir gehen drauf ein. Wir bauen das hier jetzt quasi aufs Maximum aus, wenn du richtig trainieren willst, wenn du richtig Gas geben willst oder wie der Jonas gesagt hat, vielleicht ziehe ich mir jetzt auch mal so ein Abo, dass man da ein bisschen Rennen mitfahren kann. Aber uns interessiert natürlich, was ihr wissen wollt. Wir haben ja am Anfang, habe ich abgefragt, wer fährt denn überhaupt Rolle? Nutzt es ihr, fahrt ihr wirklich nur Rolle, was mich interessiert? Habt ihr eine Rolle, um einfach in Bewegung zu kommen? Na? Weil ihr sagt, boah, raus gehe ich nicht, ich habe Angst, im Dunkeln zu fahren, kann ja sein, wenn es jetzt bei uns immer so feucht ist, es blendet auf der Straße, Night Rides im Wald soll man eigentlich eh nicht machen, die Tiere schlafen da. Und oder sagt ihr, nee, eigentlich, ich will da jetzt anfangen, weil ich komme immer so unfit, aus dem Winter, was kann ich ändern? Das kann man definitiv mit einer Rolle wirklich ändern.
Der Jonas hat es vorhin, der stachelt ja ganz gern, ne? Und der sagt, er hat schon viel mehr Kilometer wie ich, weil er halt jeden Tag nach der Arbeit da irgendwie drauf hüpft und seine Schweißperlen vergibt. Wie ist es bei euch? Das ist vielleicht eine Frage, wie viele Kilometer habt ihr denn schon? Die Rennradfahrer. Die Rennradfahrer wissen ja immer, wie viele Kilometer ihr habt. Beim Mountainbiken finde ich das schwer. Seid ihr regelmäßig unterwegs? Oder fahrt ihr eh nur am Wochenende? Haut's mal Infos raus. Genau, fahre Rolle, um Kondition zu halten. Da ist dann die Frage, Jonas, da gibt es ja super gute Programme, ne? Da hat sich das Training wahnsinnig geändert. Ne? Man sitzt nicht mehr drauf und fährt tagelang nur Grundlage. Da gibt es eben super coole Programme, wo du mit wenig Zeitaufwand viel Effekt hast. Absolut. Zauberwort ist VO2 Max. Sehr kurze, aber intensive Einheiten. Wo man sich auch in einer sehr, sehr kurzen Zeit einfach schon eine gewisse Belastung zuführen kann. Warte, das war einmal falsch herum. Da hat sich die Trainingslehre schon sehr, sehr stark weiterentwickelt. Wobei auch die Grundlage nie zu vernachlässigen sein sollte. Ja, klar. Die Grundlage ist nie zu vernachlässigen. Ich bin in dem Alter, da kann ich sagen, mit Grundlage bin ich geboren. Ich bin schon viel gefahren, ne? Aber Grundlage ist super wichtig. Grundlage macht man eigentlich, egal ob ich Mountainbiker bin, kann man auf der Straße oder der Rolle, kriegt man das schon leichter her. Aber auf dem Ding kann man halt auch richtig Gas geben. Ne? Und ich bin jetzt irgendwie, bin ich schon ein bisschen angefixt, so wenn man da auch Rennen fahren kann. Das mache ich ja schon gern. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin früher eben viel Rennen gefahren. Ich hatte zwischendurch gar keine Lust mehr, mich zu quälen. Ne? Und je fitter du wirst, desto mehr Lust kriegst du dann auch wieder. Ne? Du denkst, boah, jetzt bist du fitter, jetzt fährst du den Berg ein bisschen schneller hoch. Jetzt ärgert mich der Jonas da in der Ebene und presst da umeinander. Ja, da fährst halt ein bisschen mit. Okay, jetzt ist das Ding hier fest. Genau, wir haben es jetzt mit drei Gurten hier fixiert. Jeden Arm einmal fixiert, sodass der Trainer sich jetzt gar nicht mehr wirklich so stark bewegen kann. Das heißt, auch wenn du gleich... Wie viel schafft er wohl? Na, 1000 Watt wirst du ja schon aus den Beinen drücken können. Wenn du die hier drauf loslässt, sollte sich der Trainer nicht sehr, sehr stark bewegen. Und da ist, ist für mich eine Frage, wenn du, jetzt habe ich ein Hobby-Tattoo, wo kommt das her? Schau dir das mal an. Ja, also zum Alf-Kostüm hat er jetzt auch noch eine D-Lizenz gezogen. Alf-Kostüm, ich habe meine Beine nicht rasiert. Im Winter rasiere ich meine Beine nicht, weil da viel zu wenig Watt rauskommt. Ne? Also jetzt merkt man schon, ihr seht ja da unten, wie das mitwackelt. Das ist halt für mich Wahnsinn, dass so eine alte, die älteren Rollen, wo das Hinterrad einfach fest eingespannt war, ne, da... Durftest du es ja gar nicht. Ja, du kannst. Von der Rolle geschmissen. Das ist schon cool, ne? Gut, könnt ihr mir dran gewöhnen. Wie viel fährst du jetzt in der Woche so auf der Rolle? Ich bin gerade mit einem Plan von Enduco unterwegs. Dazu am Donnerstag noch mal mehr, was sich dahinter verbirgt. Das ist auch gerade für euch was am Ausbaldobern. Die letzten Wochen waren es eigentlich so 12 Stunden. Und die bin ich komplett auf der Rolle gefahren. Das längste, was ich dann so fahre, sind ja knapp 3 Stunden auf der Rolle, auch mit Board. Das wäre ansonsten schon, also 3 Stunden auf der Rolle, das ist schon ja. Huiuiui, frei nach Fritz von Ton und Taxis. Aber da ist schon, wenn man gewisse Motivation hat und mit so einem Board noch drunter, dann kriegt man auch da die Zeit sehr, sehr schnell rum und genau.
die, von den Leuten, die zuschauen, trainiert sie mit System oder sagt sie, nee, ich gehe einfach, ein, zwei haben im Chat schon geschrieben, ich bin am Überlegen, um irgendwie Fitness zu tanken. Ich bin auch am Überlegen, weil ich habe mich jetzt mal so Gaudi-mäßig wieder bei Flandern-Rundfahrt angemeldet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es macht halt mehr Spaß, wenn du da fit anstatt gehst und da einfach mitrollern kannst und im Kopfsteinpflaster Gas geben kannst und da gut drüber kommst, wie wenn du auf der letzten Rille da reinrollst und eh nicht mehr vom Fleck kommst, ne? Absolut. Und dafür würde ich dir natürlich als Trainer auch noch den Tax Neo 2T empfehlen, weil der kann sogar Kopfsteinpflaster simulieren. Der simuliert, genau. Für diejenigen, die vielleicht den Beginn vom Live-Talk verpasst haben und sich fragen, was das für ein überragendes Schweißband ist, was der Markus da auf hat. WhatsApp steht drauf, ist von der Firma Dynamic, die uns neben diesen Schweißbändern auch noch 5 von ihren Pain Cave Packs zur Verfügung gestellt hat. Und weil Dynamic nicht nur Sachen für Indoor, sondern auch für Outdoor macht, da nochmal unsere Frage für unser Gewinnspiel, wo ihr so ein Set und so ein Schweißband gewinnen könnt, das Ganze 5-mal. Welches deutsche World Tour Team wird in der kommenden Saison mit Produkten von Dynamic unterwegs sein? Schreibt es rein. Und dann heißt sitzen und schwitzen. Nur mal Thema Fahrräder, kann ich da alles, das ist jetzt unsere Meinung, ne, gedankenlos einspannen, weil es gibt ja auch Rahmen, da steht am Oberrohr drauf, bitte nicht drauf sitzen und was weiß ich. Die Firmen sichern sich da in alle Richtungen ab. Ja. Glaubst du, dass ich den Rahmen hier kaputt kriegen würde, wenn ich umeinander reise wie ein Dofer? Wahrscheinlich schon. Ich will es ausprobieren. Ich finde, du könntest gerne mal hier ordentlich die 5311 rumbewegen. Ja, wie gesagt, das ist, also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich bin jetzt auch schon viele, viele Jahre auf der Rolle unterwegs. Klar, auf der freien Rolle wird dir sowas nicht passieren. Aber also ich habe noch keinen Rahmen durchbekommen und bin von meiner Statur jetzt auch nicht der geborene Bergfahrer, sondern bringe da auch etwas mit. Oh, guck mal, du hast gerade die Strecke abgeschlossen. vielen Dank dafür. Also ist mehr und mehr Hersteller geben es auch tatsächlich frei, die Rahmen auf der Rolle zu benutzen. Aber so ganz eindeutig ist die Institution da nicht. Schwieriges Thema, aber gerade wenn man auch eine Rockerplate benutzt, kann dem Rahmen da per se nicht wirklich was passieren. Ja, es kann natürlich immer was passieren, klar, aber... Ja, aber das merkst du eben, du hast da wirklich viel Bewegungsfreiheit, wie wenn du auf der Straße im Wiegetritt gehst. Das ist schon cool. Schon gut. Wie schaut es aus mit Fragen, die Herrschaften? Ja, die machen alle nur die Antworten hier rein. Die wollen wir doch gar nicht im Chat. Die wollen wir doch da unten. Nach Feierabend bei Regenwetter eine schöne Runde auf der Rolle. Top in der dunklen Jahreszeit. Ja, genau. Ist aber genauso cool, finde ich, wie wir fahren jeden Mittwoch nach der Arbeit. Fahren jetzt im Winter natürlich auch nur die hart eingesottenen mit. Na, treffen wir uns 18 Uhr, egal wie das Wetter ist. Wir sagen eigentlich nur ab, wenn Sturmwarnung ist, ups, weil zu viel Wind oder sowas ist. Aber natürlich ist sowas schon gut. Wenn du jetzt mal sagst, nee, heute wird abgesagt, heute geht gar nichts, dann schwinge ich mich auf die Rolle. Aber du bist super flexibel, kannst jeden Tag in der Früh abends draufspringen. Ich weiß, als ich einfach vorwärts kommen wollte, bin ich auch öfters mal in der Früh auf die Rolle gesprungen. Funktioniert schon ganz gut. 2-mal in der Woche, 2-mal unter der Woche. Ich denke, bei mir wird es dann drauf rauslaufen, 2-mal in der Woche auf die Rolle oder 3-mal vielleicht und am Wochenende, wenn das Wetter passt, raus. Das ist, glaube ich, so meine Kombi. Muss ich jetzt mal schauen, ne? Absolut, dafür bietet es sich halt wirklich an, unter der Woche die Einheiten da auf der Rolle abspielen zu können. Ich würde so langsam mal das finale Furioso unserer heutigen Live-Übertragung angehen wollen. Und finde ich, zu so einem schönen Event gehört auch nochmal eine kleine Challenge. Weswegen wir euch an der Stelle einfach nochmal fragen wollen würden,
Wie viel Watt, meint ihr, kann der Markus hier maximal auf der Rolle aus seinem Bein auf die Plattform bewegen? Das heißt, was kann der Markus an maximalen Watt hier über wenige Sekunden raushauen? Wird es fürstellig schaffen? Gebt einfach mal eine Schätzung ab, eine Zahl. Was geben die müden Schenkel noch her, hier um 19 Uhr beinahe, nach einem langen Tag im Büro? Ich muss mal noch in die Kabine. Thema Trinken haben wir gesagt, auf der Rolle schwitzt natürlich viel mehr. Ne? Ja, sollte man eigentlich viel trinken, ab und zu auch mal ein bisschen was beimischen, oder? Absolut, also klar, gerade wenn du so hochintensive Sachen fährst, braucht der Körper da einfach auch Treibstoff und es ist Kohlenhydrate zum einen recht wichtig, zum anderen sind gerade Elektrolyte, wie hier in diesen Tabs von Powerbar zum Beispiel, sehr, sehr hilfreich. Gerade wenn man viel schwitzt, verliert man viel Salz, viel Elektrolyte und das kann man mit den Tabs sehr, sehr schön wieder auffüllen, plus die haben keine Kalorien. Also wenn man wirklich Grundlage fahren will und in ein kleines Defizit geraten möchte, geplant, und sich trotzdem etwas Geschmack verpassen will und nicht nur das pure Wasser, kann man sich hier quasi auch noch einen Carbo-Drink vorgaukeln. Und was soll ich jetzt machen? Du wartest noch ganz kurz, wir sammeln hier noch die ersten Einschätzungen, die ersten Hochrechnungen, was du hier so an Watts raushauen kannst. Es gibt Menschen, die trauen dir hier auf jeden Fall noch World Tour Niveau zu. Wir warten jetzt einfach noch ein paar Sekunden. Also gebt uns eine Schätzung ab, was kann der Markus maximal an Watts hier auf der Rolle raushauen? Schafft das vierstellig oder nicht? Ich habe ja keine Ahnung, ich habe sowas ewig nicht mehr gemacht. Was haust du raus? Maximaltest? Ich habe so 1100, glaube ich. Aber ich habe auch nicht wirklich eine Spritzigkeit da schnell. Ich bin mehr so Typ Diesel. Ja, das weiß ich. Aber der Diesel, der läuft dann. Diesel-Lock. Ja, frei nach Olli Zeitler, dem Ruderer, Masse ist Macht. Wenn man die einmal in Bewegung hat, dann rollt das auch ganz gut. So, wir haben ja so die Einschätzungen mal durch. Ich würde sagen, Markus, fahr ganz kurz an. Und wenn der Muskelfaserriss außer Gefahr ist, dann feel free und gib einmal alles. Wollen wir einmal sehen, ob du das vierstellig schaffst oder nicht. Also ich rolle einfach an. Du rollst an. Kann und dann Megadrit, kann machen, was ich will. Ne? Und dann wollen wir einmal richtig sehen, wie du hier ordentlich am Horn ziehst. So. Elfer Ritzel liegt an. Das waren stabile 1100 Watt und der Trainer steht. Deswegen auch an der Stelle einfach nochmal zum Zeigen, dass das Ganze wirklich da an der Stelle hält. Ich glaube, wir waren so bei 1100, hier waren noch einige Schätzungen, 1134, 978, die 580 Watt, die dir hier zugetraut wurden, die hast du formidabel schon gedrückt. Die müssen ja einen Stufentest gehen. Ja, deswegen muss ich an der Stelle doch gestehen, das scheint wohl doch ein wenig was zu bringen, auch draußen im Winter zu fahren. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir dich jetzt hier öfters auf die Rolle setzen, dann kriegen wir auch die 1200 da noch hin. Auf alle Fälle. Ha? Ja klar. Schaffen wir das nochmal? Nochmal über 1000? Ja, ich will ja trainieren. Schaffe ich es nochmal über 1000? Ja, das sollte doch, also machen das so lange, bis das Laktat zu den Ohren rauskommt. Eine Sache würde ich aber vorher ganz gerne nochmal anpassen. Ja, haben wir vorhin nämlich beim Setup vergessen.
krieg da Angst. Dafür müsstest du einfach mal ganz kurz, nein, das macht es nur besser. Weil ich sehe gerade, dass der Trainer hier unten gerade mit dem einen Fuß auf einer so einer Freifläche steht. Und dafür gibt es auch noch diese Dots, mit denen ihr das Ganze einfach verschließen könnt. Das sind die 37 Watt, die mir gefehlt haben. Genau, damit können wir den Trainer an der Stelle jetzt nochmal fixieren, sodass er gleich auch noch besser geht. Und dann haben wir das Ganze noch besser. Mhm. Genau, die Dots werdet ihr in Kürze bei uns auch noch bestellen können, sodass, wenn ihr im Besitz eines solchen Boomboard Pros seid, ihr euch das auch customizen könnt und euch dann hier hinten entweder viel Gewinn schmieden könnt oder euch auch das Bergtrikot oder Tricolore. Die Tricolore. Was der Markus wahrscheinlich bauen würde, wo ich einfach da customizen könnt und so das Ganze noch optisch ansprechende euch hinbauen könnt. So, wir schauen nochmal. Wird er nochmal über 1000 Watt schaffen? Hier werden stabile 1150 Watt für den zweiten Versuch angegeben. Streckentechnisch befindet er sich gerade am Watopia KOM, das heißt, es geht gleich bergauf, er fällt gerade bei 8% berghoch. So langsam zieht er auf. Jawohl. Es waren keine 1200. War nicht mal 1100. Ja. Ja, die 1134 werden hier nochmal postuliert. Könnt ihr schauen, ob du im dritten Versuch nochmal schaffst, dann hättest du auch den TSS für heute, glaube ich, so hochgeschrieben, dass man das als Einheit durchziehen kann. Muss ich festziehen, schau. Ja. Krieg Angst. Und natürlich kann ich normal dann gucken, was andere da so pressen, ne? Was? Da kann ich bestimmt auch gucken, was meine Konkurrenten und so für Werte fahren. Absolut. Das Schöne ist, du hast auf Swift natürlich auch die Möglichkeit, deine Erfolgsmomente sehr, sehr schnell zu bekommen, weil... man liest ja ganz gerne mal von irgendwelchen Blitzdiäten oder so. Die schnellste Diät ist einfach die Digitaldiät. Wenn man dich jetzt einfach bei Swift 5 Kilo leichter machen, dann geht das natürlich sehr, sehr schnell. Widerspricht aber natürlich dem Sportsgeist, den auch du innehast. Da gibt es sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Memes, die Schwerkraft... die auf Swift vorherrschen. Wie machen die Pros das dann? Müssen die Bild von der Waage machen, wie sie draufstehen, dass das alles passt? Ja, also da gibt es wirklich wie beim Boxen quasi ein Live-Einwiegen, was ein oder zwei Stunden vor dem Rennen dann stattfindet. Okay. So in der Premier League, Premier Division, da wird das Ganze doch sehr, sehr ernst genommen, sodass man da auch wirklich von veritablen Sportveranstaltungen reden kann, weil das schon wirklich mit viel krimineller Energie verbunden sein müsste, sich dort einen unerlaubten Vorteil zu verschaffen. Also da wird schon sehr, sehr viel dafür getan, dass es ehrlich ist. Ja. Und jetzt gerade bei der WM werden auch alle Teilnehmer dann einen verblombten Trainer bekommen, wo nicht dran rumgetunt werden kann oder so, sodass da auch gleiche Möglichkeiten für alle bestehen. Ha, jetzt geht's hin bergab. Was haben wir hier? Gran Premio della Montagna. Nee, du bist gerade auf Watopia. Fährst den Hilly-Course. Du könntest hier jetzt auch das eine oder andere Mal abbiegen und könntest quasi noch Alpe d'Huez hochfahren. Aha.
ist unweit von hier wirklich 1:1 das Ganze nachgebaut digital. Je nachdem, welche Welt online ist, wenn Frankreich online ist, kannst du auch den Mont Ventoux hochfahren. Ich bin beide Anstiege noch nicht gefahren. Vielleicht gibt es da schon jemand auch im Chat, der schon das Vergnügen hatte, beide Anstiege, also Alpe d'Huez oder den Mont Ventoux, im echten Leben oder auf einer Online-Plattform gefahren zu sein. Das wäre sehr, sehr cool zu wissen. Und technischer Defekt. Mein Kassette ist locker. Der dritte Sprint fällt hiermit aus, weil ich habe die Kassette nicht fest genug gezogen. Ja, da habe ich wirklich. Habe ich vorhin noch dran gedacht. Ich habe das zusammengebaut und habe mir gedacht, ach, wir nehmen es gleich wieder auseinander. Habe ich aber nicht gemacht. Und dann haben 1100 Watt gereicht, um die Schraube zu lösen. Ja, wenn wir keine Fragen mehr haben, würde ich an der Stelle nochmal verweisen auf unser Gewinnspiel. Dein wirklich beneidenswert schönes Stirnband, das ihr gewinnen könnt in Verbindung mit einem Pain Cave Pack von Dynamic. 5 Stück haben wir davon, jeweils, also 5 Produkten von Dynamic unterwegs sein wird. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihr könnt immer an info@bikecomponents schreiben, ne? Auch zu Trainern. Wir haben da unsere Profis im Service sitzen, die euch da gerne weiterhelfen. Hier in Aachen im Store besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, Dinge anzuschauen. Gebt uns Info, wenn wir euch irgendwie helfen können. Hat das Store denn wieder auf? Nein, das Store hat nicht auf, aber wir haben eigentlich durch die ganze Pandemie nach Terminvereinbarung schon gearbeitet. Also sprich, wenn jemand ein Rad kaufen will. Oder ich habe jetzt auch das Stages Smartbike hier stehen. Mhm. Dann kann man das hier abholen. Einzeltermine, natürlich ganz normal. Die gleichen Regularien wie woanders auch gelten. Wir bauen dann noch um und kommen dann März, April, öffnen wir die Porten wieder. Bisschen anders nach dem Umbau, aber wenn ihr Fragen habt, geht alles online und Terminvereinbarungen gibt es auch in der Werkstatt. Genau, dann würde ich sagen, hoch die Hände, nicht Wochenende. Ich bin immer nach diesem, immer wenn wir hier was filmen, denke ich mir, es ist Wochenende. Nee, es geht weiter. Schönen Abend, viel Spaß auf der Rolle. Also ich bin jetzt schon ein bisschen angefixt. Jonas, danke. Gerne, gerne. Ich werde mir noch ein paar Infos bei dir einholen, mich ausstatten und beim nächsten Mal dann 1200 Watt. Wir werden live dabei sein. Markus, vielen Dank. Ciao. Ciao.